Freundinnen und Freunde, damit das schon mal ganz klar ist, dieser Bundestagswahlkampf ist kein Zwei-Personen-Stück mit Angela Merkel und Martin Schulz und einem Horst Seehofer als Heckenschützen in der Peripherie. Unser Land braucht keinen Rollenwechsel in der Stillstands-GroKo, sondern den echten Politikwechsel. Und dafür sind wir Grüne unverzichtbar. Wir sind unverzichtbar für eine weltoffene Gesellschaft. Wir sind unverzichtbar für einen Staat, in dem Solidarität mega in ist. Wir sind unverzichtbar für eine Zukunft, die modern ist, weil sie ökologisch ist. Und wir sind unverzichtbar für ein Deutschland in Europa, das Brücken baut, denn Sprengmeister gibt es viel zu viele. Ändere die Welt. Ändere die Welt, sie braucht es. So fordert es Bert Brecht, ja. Aber dafür braucht es uns. Heute mehr denn je, wenn wieder Mauern gebaut, wenn Ressentiments geschürt werden, wenn tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, der tödlichsten Grenze dieser Welt, wenn der Klimawandel brutal zuschlägt, Menschen aus ihrer Heimat vertreibt oder verhungern lässt. Und die Union, die kuscht vor den Konzernen, die verfehlt die eigenen Klimaziele. Und die Physikerin im Kanzleramt, sie schweigt laut zu den abenteuerlich durchgeknallten Rechten in der CDU/CSU, die sogar Vorzüge bei der Klimakrise, beim Klimawandel sehen. Und die SPD? Die SPD, die hüpft mit Karacho zurück in die Kohlegrube. Da sag ich doch, oh je, ihr Brüder, da ist aber keine Sonne und da ist noch viel, viel weniger Freiheit. Und die FDP, die übt sich in kaltherziger Klientelpolitik im rechtsblinkenden Diesel-Porsche. Deswegen sind die Grünen unverzichtbar, weil nur mit uns ab 2030 kein Abgasauto mehr vom Band geht, weil nur wir die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten und weil nur wir Schluss machen mit der tierquälenden, mit der wasservergiftenden, mit der umweltversauenden, mit der krankmachenden Agroindustrie, liebe Freundinnen und Freunde. Und das, ihr Lieben, das ist nicht Fundi und das ist auch nicht Irrealo und nicht Gesinnung und nicht Ethik. Das ist verdammt Realo und das nennt sich Verantwortung, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage in einer Zeit, in der uns die rechtsextreme AfD zum Hauptgegner erkoren hat, da sagen wir Ehre, wem Ehre gebührt. Denn niemand steht so voller Überzeugung für die Demokratie ein wie wir Grüne. Und wir bekämpfen die Hetzer und die Hasser doch nicht, indem wir ihre Parolen übernehmen oder das Recht entrechten. Wir nehmen die Ängste und die Sorgen der Menschen ernst, aber wir schüren sie nicht. Und mit uns werden die Bürgerrechte nicht auf dem Altar einer nur scheinbar allumfassenden Sicherheit geopfert. Wir sind unverzichtbar, weil wir im wahrsten Sinne des Wortes die Verfassungsschützer geworden sind, weil wir unser Grundgesetz beschützen und respektieren, wie den Artikel 6. Da steht den Schutz von Ehe und Familie. Da steht ja nicht Hetero-Ehe und da steht auch nicht deutsche Familie. Und deswegen Ehe für alle. Ehe für alle und Schluss mit der schändlichen Einschränkung des Familiennachzugs. Wir verteidigen den Artikel 16, denn das individuelle Grundrecht auf Asyl verträgt sich nicht mit den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, die wie Afghanistan eines ganz sicher nicht sind. Sicher.
mit den Grünen in der Bundesregierung. Darf und wird es keine Abschiebung geben in Kriegs- und Krisengebiete. Und dorthin werden dann auch keine Rüstungsdeals gemacht und verdealt. Rüstungen wie nach Saudi-Arabien, das weltweit den Terror exportiert. Und weil wir die Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge, deswegen braucht es Grüne. Und ich sage zum Schluss, wir haben sie doch, die klugen Köpfe und die großen Herzen für die Menschenrechte aller, ob Frau oder Mann oder L oder G oder B oder T oder I oder Q oder Sternchen. Wir haben die Sternchen. Und sollen Sie uns doch Gutmenschen nennen, wenn Ihnen schlechte Menschen lieber sind? Sollen Sie uns politische Korrektheit vorwerfen, wenn Sie unpolitisch Inkorrektes vorziehen? Wir jedenfalls, wir ziehen uns nicht zurück. Wir legen eine Schippe drauf mit unserem Programm, mit einer guten Präambel. Und wir erstreiten uns dieses gute Programm in den nächsten Tagen. Ja, wir wollen regieren, aber nicht um jeden Preis, sondern für den Politikwechsel. Mit Haltung, mit Ecken und Kanten, mit Überzeugung, mit Empathie und mit viel, viel Mut. Weil Bert Brecht recht hat, ändern wir die Welt. Sie braucht es.